Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit der Prepocalypse Mod, liebe Leute. In der gestrigen Folge haben wir das Minibike bekommen als Questbelohnung. Wir haben die Questreihe 1 abgeschlossen und jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir zu Jen kommen und in der Hoffnung, dass da eine richtige City ist. Also muss ja nicht groß sein, aber wegen so ein paar POIs oder POIs, ich weiß immer noch nicht, wie sagt ihr dazu? Einmal in die Kommentare lassen. Ja, ist aber auch ein bisschen entfernt, die Gute. Und falls es da sich lohnt, dann können wir auf jeden Fall dahin ziehen, auch wenn es der verbrannte Wald, wie gesagt, ist. Und ich hoffe, die Hauptstraße führt dahin. Ich habe sonst keine Ahnung wie. Hallo, Hase. Oha, wir gucken mal, Leute. Jo. Einmal durchs Ödland wieder. Hm? Müssen wir nicht querfeld einfahren? Bitte nicht. Jetzt kommen wir 3 Kilometer. Ja, gleich über das grüne Gebiet. Ruhrgebiet. Ich glaube, ich habe eine WhatsApp bekommen. Oha. Was ist das denn? Wow. Alter, ich nehme Schaden. Ganz gemacht. Ah, hier. Sind wir schon wieder im Ödland. Ach, warte mal, dass die Hauptstraße dahin fliegt. Bitte, bitte. Alter, ein Schreckenswolf. Nicht euer Ernst. Betritt das verbrannte, verbrannten Wald haben wir betreten, ja. Oh, yo. Wieder so ein Typ mit 2 Fässern auf dem Rücken, was so ein geiler geht hier ab in dieser Mod. Alter, die schießen aber uns. Ja, tschüss. Hier haben wir eine City. Ich hab gar keine Lust, im verbrannten Wald zu wohnen. Aber wir müssen ja die Quest für Jen dann auch noch machen, ne? Mit 2 Quests. Oh. Mann, das hat 3% gekostet, verdammter Einkaufswagen. Oh, Alter, hier. Ja, nee, danke. Hier ist auf jeden Fall mehr los als... Als Barrett. CD. Können wir noch schnell durchsuchen, ne? Lassen. Rohstoffe Stapel fertigen, ja, gerne. Blutkassen. Nur hier, schade. Judy, weiter geht's. Oh, mit der Lupe. Ich sehe schon Jen. Oh. Wird wieder von uns geschossen. Okay. Also, was meint ihr? Einmal in die Kommentare bitte schreiben. Sollten wir zu Jen ziehen? Im verbrannten Wald, ich weiß ja nicht, ey. Das ist nicht ganz so mein Shit, um ehrlich zu sein, ne? Und Jen? Hast du eine Belohnung bestimmt für mich, oder? I've got good. Congratulations. I can make my payment to the Duke now. Zeit für no stim packs. Messbecher. Hey. Oh.
Ja, nicht schlecht. Das ist auch noch anzubieten, aber. Nehmen wir mal so ein Messbecher. Das sollten wir uns mal gönnen. Thanks for the business. Stay safe out there. Okay. Kürbisbrot und Blaubeerkuchen. Na gut. Was für eine Quest für uns? Zwei. I would love to give you a job. You can always quit a job if you feel it's too dangerous or just change your mind. Oh man. Tja, das sind ja zwei Argumente, ne? Alles klar. Dann machen wir den Job für dich. Warum nicht? Ich würde sagen. Wohoho, Meister Pets. Na du? Ich würde sagen, wir sehen uns da gleich wieder. Bis gleich, Leute. So, wir sind angekommen und hatten schon einen unangenehmen Besuch. Aber haben noch nichts gelootet hier, Leute. Jawohl. Lesen wir noch sehr gerne. Haben wir Dietrich hier dabei? 9 Stück. Versuchen wir unser Glück. Das hat sich gereimt. Zu Papa. Ja, K, bitte. Oder so. Ja, mit dem ersten Dietrich, Leute. Cool. Danke fürs Daumen drücken. Okay. Oh, okay, okay. Viel Muni. Okay, okay. Das haben wir überhaupt. Gebiet säubern und Lieferung. Okay. Ach, hier haben wir nicht gelootet. Boah, fliegen viel. Versuchen aber Muni zu sparen und starten mal die Quest. Können wir das jetzt nochmal looten? Können wir. Dietrich hier freigeschaltet. Und dann kann man das Polizeiauto auch nochmal versuchen zu knacken. Ja, diesmal haben wir nicht so ein Glück. Ach, die Drücke sind auch nach. Mann, so knapp. Oh Mann. Mann, noch 5. 4. Sieht nicht gut aus, Leute. Okay. Aber ein selbstgebautes Gewehr. Reines Mineralwasser, aber nie und wieder Munition. Cool. Hier auch nochmal reingelinst. Vielleicht für ein Reparaturkit oder sowas. Ah, Sachen, die wir verticken können. Wie geht's denn hier weiter? Schon hier, haben wir schon jemanden geweckt. Ja, die Vorräte befinden sich auf dieser Ebene hier.
Ja, das gut. Bonus 5,5. Ja, das hat ihn umgehauen. So, werde ich auch durchgefahren. Hier vielleicht weiter. Alter. Ich hab mich auf den Hund konzentriert wie eine Hundehütte. Klar.
wenn jemand das sieht, verbreitet. Den er hier fast vergessen. Ah. Au. Au. Oh, Mist. Oh. Waffen nutzen sich 20% langsamer ab. Sehr gut. Ah, du, die wir hier haben, ja noch, die wir verballern können. Noch drei, um genau zu sein. Gucken, ob das langt. Das sieht nicht gut aus. Letzte Dietrich. Oh Mann. Da hätten wir mal einen Punkt investieren sollen. Nicht so liegen lassen, ne?
Gibt's doch wohl nicht. Sich überladen würde. Oh. Das ist noch Meister Fetz. Moin, Mann. Ich bitte um Ruhe. Danke. So, und bevor wir die Belohnung annehmen können, müssen wir erstmal Jem ein paar Sachen verkaufen. Oh, hi. Congratulations. Oh, hi. I can make my payment to the Duke now. Anything particular on your mind? Das hier haben? Weiß nicht. Das behalte ich. Okay. Thanks for the business. You are quite the daring adventurer. Good job. I've got a bit of a problem. Oh, I would kiss you, but you know, apocalypse hygiene and all. Oh, Jim. Oh. Ich hab gar nicht mehr an Honig geguckt. Komische Griff, Mann. Nice. Dann hast du zu wenig Honig im Start. I'm sure I have something you'll need. Nee, Honig hast du nicht, aber Antibiotika, aber die kosten ja nicht so viel. Sorry, but I've never heard of a Stimpak. Stimpak nicht? Das glaube ich nicht. Mit Fallout. Haben wir hier eigentlich schon die... Ich denke, abgeklappert, ja, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich musste eine Aufnahmepause machen. Nö. Gut. Ich würde sagen, ich fahre erstmal aus. Wir holen unseren Stuff zusammen, suchen uns eine Bude in der nächsten Folge. So machen wir das. Fahr nach Hause. Packen unsere Sachen, alles das Nötigste. Gucken. Dann ziehen wir in den verbrannten Wald, liebe Leute. Okay. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, über einen Kommentar. Oder im Idealfall sogar noch ein Abo. Das wäre echt lieb von euch. Und ja. Dann freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dann. Mach's gut, Leute. Ciao.